Hallo und herzlich willkommen zum schon dritten Teil vom Winter Resort Simulator. Wir werden heute mal etwas den Tag verbringen. In der letzten Folge haben wir bereits die nächste Seilbahn gekauft, den Kristallexpress und eine Piste. Damit werden wir heute unter anderem auch mal fahren, denn mit dem Kristallexpress sind wir noch gar nicht hochgefahren, obwohl wir ihn ja gekauft haben beim letzten Mal. Das werden wir heute nachholen. Und ich glaube, wir gönnen uns noch die Hütte oben auf dem Kristallexpress, damit man da auch mal was essen gehen kann. So, wir fahren jetzt erstmal nach oben. Und die Zeit stellen wir heute mal dauerhaft ein bisschen höher, damit der Tag auch mal vorbeigeht. Sonst gehen uns die Aufgaben aus. Wir gucken jetzt in der Zeit mal nach der Hütte. Hütten, also ja gut, das ist unsere Hütte. Ja gut, voll ist sie jetzt nicht. Aber wenigstens machen wir etwas Umsatz. Also Investition. Gucken wir mal, wie heißt denn dieser Gipfeltreff? Ich glaube, da war aber irgendwo ein Fehler drin, ne? Oder? Ach ne, Gipfeltreff. Der heißt sogar so. Ich glaube, eine von diesen Hütten war anders benannt, als auf der Karte war oder umgekehrt. Deswegen. So, Gipfeltreff. Kostet. Wie viel? Mein Gott, ist der teuer. Also da komme ich gerade gar nicht drauf klar. Wieso kostet denn der Gipfeltreff 654.000 Euro? Dafür baue ich mir zwei Häuser. Naja gut. Übernahmen ist natürlich wieder extrem teuer. Aber okay. So, im Hintergrund sieht man schon, der Kristallexpress ist auch schon ordentlich am Laufen. Wie viele Karten haben wir denn jetzt schon verkauft? Heute 1232. Oh, 1257, das geht aber extrem schnell. Wenn ich nochmal rein und raus gehe, was sagt er dann? Ja gut, immer noch. Aber das ist extrem viel. Hätte ich nicht gedacht. So, weiterspielen. Wir steigen schon mal aus. So. Dann fahren wir jetzt mal mit unserem eigenen Kristallexpress nach oben. Ja, obwohl unser eigener ist es gar nicht. Wir haben gemietet. Aber somit gehört er ja eigentlich auch uns. Dann steigen wir jetzt hier mal ein. Und setzen uns da mal hin. So, da wären wir. So, dann schwingen wir uns mal auf die Skier und gucken uns erstmal unsere Hütte an, die wir gerade für einen extrem überteuerten Preis gekauft haben. So, die Fahne sieht ganz gut aus sogar. Die ist ja schön gemacht. Cool. Denn manchmal sind da einfach nur so steife Fotos abgebildet. Aber die ist ja wirklich animiert. Finde ich gut. Passt zu dem Wind, den man hier hört. So, hier ist unsere Hütte. Und die müssen wir selbstverständlich noch beliefern. Das werden wir natürlich mit den Seilbahnen machen.
Eigentlich macht man das ja nicht im Betrieb, aber wir gönnen uns das mal. Fahren wir jetzt erstmal nach unten, aber auf die Skier. So. Ich hoffe, das klappt ein bisschen besser wie letztes Mal. Das war ja mehr so eine kleine Katastrophe. So, wir schieben mal gar nicht an, einfach mal rollen. Also rollen nicht, aber einfach mal gleiten lassen. Man wird richtig schnell bei den schwarzen Pisten, wie ich schon erwähnt habe beim letzten Mal. Boah, ist das hell. Wenn in der Realität die Sonne richtig hell auf so einen ganz weißen Schnee scheint, können mir echt die Augen davon wehtun. Es gibt, glaube ich, auch sowas wie so eine Schneeblindheit. So, wir rasen direkt hier weiter. Mittlerweile sind wir auch schon wieder auf der blauen Piste. Merkt man, glaube ich, deutlich an der Geschwindigkeit, die sich langsam verabschiedet. Aber hier ist wieder dieses steile Stück, wo wir beim letzten Mal auch lang gefahren sind. Das gibt uns nochmal ein bisschen Geschwindigkeit. Überholen natürlich alle. So, und dann stehen wir auch schon. Können wir jetzt wieder Skier ausziehen. Achso, wir wollten ja die Hütte beliefern. Im laufenden Betrieb. Ich hoffe, die Gäste verzeihen mir das. So. Müssen wir natürlich jetzt von Hand zur Seilbahn tragen. Aber das seht ihr jetzt eben Zeitraffer. So, das hätten wir erledigt. Wir stellen jetzt mal kurz die Geschwindigkeit wieder runter. Wir wollen ja das Ding auch einladen können, hier die Kisten. So, mach mal kurz die Langsamfahrt rein. Sonst saust uns das Paket weg. So, das laden wir jetzt mal hier schnell ein. Müssen wir uns beeilen. Dorfbahn. Ja, komm, hör auf zu motzen, hier steht keine Sau. So. Weiter im Text. Wir werden das Ganze jetzt oben dann umladen in den Kristallexpress und dann
von da aus die Kisten nach oben in den Gipfeltreff, wie er glaube ich bringen. So, extrem elegant aufgestapelt. Ich hoffe, es fällt nicht alles um. Wir machen die langsam ein paar draus. Hallo? Ah ja, hat funktioniert. Dann steigen wir noch ein schnell. Boah, das war knapp. Und dann fahren wir nach oben. Wir bereiten uns mal aufs Aussteigen vor, stellen uns schon mal hin und sobald die Tür auf ist, wird ausgeladen. So, dann laden wir mal aus. Das hätten wir. Jetzt geht es dann zur großen Seilbahn. Und da machen wir genau das gleiche. Warten einfach, bis wir oben sind. Das wäre geschafft. Jetzt sind wir bereit, das Ganze einzuladen. Ich glaube, hier brauchen wir die Langsamfahrt gar nicht, weil die Bahn so und so nicht sonderlich schnell fährt. Und da kann man die Pakete hier einfach reinwerfen. Ich nehme ja schon mal eins. 2000 Jahre später. So. Eins. Zwei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben und das letzte Paket Nummer 8. Und wir fahren nach oben, wie gerade. Bereit machen zum Aussteigen. Mein Gott. Das letzte Stück dauert immer ewig. Hoppala.
Dann beeilen wir uns mal. Sonst fährt wieder eins mit runter. Das wäre ziemlich ärgerlich. Oh nein. Und das letzte Paket. Das hätten wir dann auch geschafft. Die tragen wir jetzt zu der Hütte. Ach, das Paket gehört da gar nicht zu. Da steht hier nur zu Deko. Ja, mein Gott. Muss da mir mal einer sagen. Ich wundere mich schon, warum ich das Ding nicht bewegen kann. Wie, jetzt ist es weg? Ah, jetzt ist es wieder da. Ja, meine Güte. Das Spiel weiß auch nicht, was es will. Dann würde ich sagen, eigentlich würde ich gar nichts sagen. Wir fahren nochmal runter. Denn bald wird es auch langsam Zeit, die Bahn zu garagieren, und da können wir uns schon langsam mal bereit machen. In 15 Minuten schließt das Skigebiet. Wenn du die Bahn- und Seilbahn garagierst, habe ich es nicht gelesen, danke auch. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt die Bahn dann garagieren werden. Eine davon machen wir von Hand, die andere macht der Mitarbeiter. Dann gehen wir gleich nochmal in die Häuschen rein von beiden Seilbahnen und machen eine Durchsage, dass die letzte Fahrt beginnt. Das vergessen nämlich viele. Man kann ja nicht einfach die Bahn garagieren, man muss ja erstmal die Leute warnen. So, da werden wir bereit machen zum Aussteigen. Und dann machen wir mal die Durchsagen. Hier. Durchsage. Also letzte Fahrt. Genau, auf Deutsch und Englisch. Achtung, Durchsage. Bitte beachten Sie, dass der heutige Fahrgastbetrieb in 15 Minuten endet. Wir wünschen eine gute Weiterfahrt. Die Stimme ist ja richtig nervig. Attention. Please observe that today's operation will end in 15 minutes. Hier machen wir auch noch eine. Boah, die Stimme ist ja zum Kotzen. Naja, kann man nichts dran ändern. Durchsage, letzte Fahrt, Start. Achtung, Durchsage. Aber es fahren immer noch welche fleißig hoch. Jetzt sieht man den Sonnenuntergang. Cool.
garagieren. Ja. Okay. Und die Dorfbahn werden wir garagieren. Natürlich mit Tutorial. Denn, wie ich schon erwähnt habe, um das auswendig zu können, muss man das Spiel dreimal durchspielen. Tutorial garagieren. Wir werden nun die Dorfbahn garagieren. Der letzte Fahrgast hat die Anlage bereits verlassen. Wir können also sofort loslegen. Der letzte Schritt ist daher, den Zustiegbereich zu schließen. Ab jetzt dürfen mit dieser Station keine Gäste mehr durch die Drehkreuze gehen. Als nächstes müssen wir in der anderen Station anrufen, damit der Zustieg dort geschlossen wird. Also schnappen wir uns mal das Telefon. Oder? Achso, genau. Und dann Zustieg schließen. Auch in der anderen Station dürfen nun keine Gäste mehr einsteigen. Fahrgeschwindigkeit erhöhen. Nun müssen wir warten, bis alle Gäste die Bahn verlassen haben. In der Zwischenzeit können wir damit beginnen, den Einstiegsbereich abzubauen. Um das Tutorial zu beschleunigen, werden nun alle Gäste aus der Bahn ausgeblendet. Wir können also direkt mit dem Garagieren beginnen. Das ist wunderbar, spannen wir uns einen Haufen Zeit. So, drücke den Taster Halt, um die Bahn anzuhalten. Das machen wir. Halt! Nun müssen wir die Anlage in den Servicebetrieb umschalten, damit wir die Weichen schwenken können. Okay, das weiß ich sogar, wie geht. Da war ich ja die letzten Male auch ein bisschen verpeilt. So, Servicebetrieb. Die andere Station muss ich nun abmelden. Dazu müssen wir den Bediensteten anrufen. Okay. Klicke auf Station abmelden. Gut. Dann Menü Parksystem öffnen. Garagieren. So. Die Steuerung ist nun im Servicebetrieb, also können wir die Weichen und das Podest bewegen. Weiche garagieren. Podest absenken, genau, ich dachte gerade schon, hä? Das geht hier, gut, Podest. Bahnsteig absenken. Da fährt er runter. Öffne nun die Tür zum Bahnhof, damit wir dort die Steuerung starten können. Wir nehmen das Tor, nicht die Tür. Macht aber eigentlich keinen Unterschied. So, jetzt noch die Beleuchtungen. Steuerspannung ein. Stromkosten lassen grüßen. Weiche W1. Nach links. Weiche W2 nach rechts. Anwurf. Der Bahnhof ist jetzt fertig vorbereitet. Nun können wir die Bahn in Betrieb nehmen. Okay. Habe ich doch die Tür genommen. Betrieb quittieren und starten. Die Bahn läuft nun und die
Die Bahn läuft nun und die Kabinen fahren jetzt in den Bahnhof. Sobald die letzte Kabine ausfährt, müssten wir sie per Tastendruck markieren. So, drücke den Taster Fahrzeug markieren oder auch CIS. Gute Arbeit, die letzte Kabine wurde markiert. Wenn sie jetzt in der Talstation ankommt, ertönt ein Warnton. So wissen die Bediensteten immer rechtzeitig, wann die Kabine da ist. Wieso dauert das so lange? Oder warum rutscht ihr nicht mehr weiter? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Oder? Oder rutschen manche noch auf? Kann man die auch von Hand schieben? Nee, eher weniger. Das ist natürlich blöd. Jetzt warten wir hier wie so ein Pfosten. Naja, ist glaube ich auch nicht weiter problematisch. Wir können da schon mal weitermachen. Oder? Glaube ich zumindest. Aber wie geht's denn weiter? Mensch, ist das ärgerlich. Warum läuft das denn hier nicht? Oh, ein Kack. Aber hier ist doch alles auf an, oder nicht? Steuerspanne, der hat doch Power. Warum gibt denn da kein Gas hier? Da ist doch sogar der Reifen. Wieso dreht er sich nicht? Ich kenne mal die Weiche W2, vielleicht backt sich da dann irgendwas rum. Das weiß ich. So. Weiche W2. Zack. Ist sie dort ernsthaft durchgeflutscht? Na toll. Weiche W2 ausschwenken. Na, viel gebracht hat's nicht, ne? Naja, mache ich das einfach mal nach Gefühl, was weiß ich. Viel bringen tut uns das nicht. Ich mache jetzt einfach mal das Tutorial aus und drücke dann alles, was ich denke, was ich drücken muss. Kann ich jetzt auch nicht helfen. So. Nee, ich will ja nichts. Oder können wir hier das Tutorial irgendwie... Achso, Tutorial abbrechen. Abbrechen. Wunderbar. Dann drücken wir direkt... Weiter geht's. Und dann hoffe ich mal, dass ich jetzt nichts falsch mache. Drück einfach mal Halt. Kann nicht schaden. So. Betriebsart. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach mal die Steuerspannung aus. Wird ja jetzt so ungefähr auch bleiben können über Nacht. Was wir natürlich noch machen, ist das Podest hoch und die Weiche wieder auf Umlauf stellen. Soweit habe ich glaube ich noch Ahnung. Weiche Umlauf. Ist aber sowieso schon. Und Bahnsteig anheben. Ach, das kann man von hier und von da. Wusste ich auch nicht. Na ja gut, dann Steuerspannung haben wir schon ausgemacht, ne? Genau. Naja, viel mehr kann ich dann auch nicht tun. Ich werde jetzt hier noch die Beleuchtungen ausmachen an dem Touch-Ding hier. So, aus. Ist alles aus? Genau. Da ist wieder der Sonnenuntergang. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu einem komplett neuen Skitag. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Dann ciao, bis zum nächsten Video.